Lassen Sie mich mit einer simplen Feststellung anfangen. Wenn man an Corona nicht sterben würde, dann würde es vermutlich niemanden besonders interessieren. Eine Pandemie von Magenverstimmungen oder von Schnupfennasen, das wäre zwar unangenehm, aber es würde vermutlich im allgemeinen Rauschen der Realität untergehen, ohne ernsthaft bemerkt zu werden. Aber an Corona stirbt man eben. Nicht immer, klar, aber eben doch öfter, als uns lieb sein kann. Man hört zwar immer wieder, meistens dann so hinter vorgehaltener Hand, dass es doch eigentlich nur die Alten und die Vorerkrankten trifft. Aber warum eigentlich? Warum versuchen wir immer das Risiko an die Alten und an die Vorerkrankten abzuschieben? Ist deren Leben vielleicht weniger wert? Nein, ganz bestimmt nicht. Und das ist auch nicht das, was die Leute sagen möchten, die das sagen. Nein, was dahinter steckt, das ist die Angst vor dem eigenen Tod. Mit dieser Angst sind die allerwenigsten von uns wirklich vertraut. Aber durch die Pandemie ist sie auf einmal relevant geworden. Nun, das ist das Thema meines kleinen Vortrags hier, die Angst vor dem Tod. Ich glaube, dass die Angst vor der Pandemie in Wirklichkeit die Angst vor dem Tod ist. Das Schlüsselbild der Pandemie, das sind die Särge von Bergamo. Und das Gefühl, das für viele Menschen das Verhältnis zur Pandemie bestimmt, das ist die Angst davor, die Angst, dass das passieren könnte. Aber wovor haben wir da eigentlich Angst? Warum und wieso haben wir Angst vor dem Tod? Gerade jetzt war uns nicht eigentlich immer schon klar, dass wir sowieso irgendwann einmal sterben müssen. Nun, meine These, die ich hier vertreten möchte, ist die, dass es auf den Unterschied ankommt zwischen irgendwann einmal und bald. Die Pandemie lässt den eigenen Tod zu einer realen Möglichkeit werden. Dadurch verändert sie unsere Angst vor einem unbestimmten, irgendwann einmal in der Zukunft stattfindenden Tod zu einer konkreten Angst vor dem baldigen Tod. Es ist die Angst vor dem Tod, der zu früh kommt. Die Angst vor dem Tod, wenn ich eigentlich noch nicht dran bin. Ich will versuchen, in diesem Vortrag hier, diese Angst vor dem baldigen Tod abzugrenzen von anderen Arten der Todesangst. Und danach werde ich versuchen zu klären, was es eigentlich ist, wovor wir Angst haben, wenn wir uns vor dem baldigen Tod fürchten. Die Angst vor dem Tod prägt in dieser Pandemie unser Denken und unser Handeln. Sie prägt unseren Umgang mit ihr. Wenn wir uns nun bewusst entscheiden müssen, wie wir handeln wollen und wie wir denken wollen im Zusammenhang mit der Pandemie, dann müssen wir lernen, die Angst zu verstehen, die dahinter steckt. Also beginnen wir mit der ersten Frage: Was ist eigentlich die Angst vor dem Tod? Nun, die meisten Menschen fürchten sich vor dem Tod, aber nicht immer auf die gleiche Weise. Es gibt verschiedene Formen der Todesangst. Das hat etwas mit der zeitlichen Nähe oder der Ferne des eigenen Todes zu tun. Unsere Einstellung zum Tod wird dadurch bestimmt, wie nah oder wie fern er uns zu sein scheint. Wie nah oder fern er uns übrigens wirklich ist, darauf kommt es überhaupt nicht an. Das spielt keine Rolle. Nun, ich will jetzt also in Anlehnung an Ernst Tugendhats Arbeiten zum Tod drei Formen der Todesangst voneinander unterscheiden. Das sind nämlich die Angstformen: erstens Angst zu haben, jetzt zu sterben, irgendwann zu sterben als zweites und drittens bald sterben zu müssen. Oder drücken wir das Ganze etwas technischer aus, dann können wir sagen: erstens, ich unterscheide die vegetative Todesangst, zweitens die prinzipielle Todesangst und drittens die prospektive Todesangst. Für uns ist vor allen Dingen die dritte Form von Todesangst relevant. Das ist die, die wir verstehen müssen, wenn es um die Pandemie geht. Lassen Sie mich aber trotzdem zunächst einmal etwas über die beiden anderen Formen der Todesangst sagen und warum die nicht in Frage kommen, denn in Abgrenzung von dieser Form der Todesangst können wir die für uns eigentlich relevante Form besser verstehen. Also zunächst mal die vegetative Todesangst. Die vegetative Todesangst, das ist die Angst eines Lebewesens vor einer tödlichen Bedrohung. Wir teilen diese Form der Todesangst mit allen möglichen anderen Tieren, also zumindest mit denen, die höher entwickelt sind. Eine Gazelle, die vom hungrigen Löwen verfolgt wird, die hat Todesangst, ebenso wie die Kuh, die ins Schlachthaus geführt wird beispielsweise. Wir Menschen verspüren auch diese vegetative Todesangst, nämlich wenn unser Leben unmittelbar bedroht ist. Also zum Beispiel, wenn wir in einem brennenden Haus eingeschlossen sind oder in einem abstürzenden Flugzeug sitzen.
Diese vegetative Todesangst ist Teil unseres evolutionären Erbes. Sie erfüllt einen wichtigen biologischen Zweck. Also sie warnt uns vor gefährlichen Situationen, sie drängt uns dazu, irgendetwas zu tun, um der aktuellen Bedrohung zu entkommen. Also weglaufen, kämpfen oder so etwas. Wichtig ist für uns hier, die vegetative Todesangst ist körperlich vermittelt. Also sie ist eine emotionale Reaktion auf eine unmittelbare physische Bedrohung. Verschwindet die Bedrohung, also verschwindet der Feind, der Angreifer oder sonst irgendwas, dann verschwindet auch die Angst. Die vegetative Todesangst braucht überhaupt kein Bewusstsein des Todes. Also ein Lebewesen, das diese vegetative Todesangst empfindet, das muss nicht mal wissen, dass es sich vor dem Tod fürchtet. Es muss nicht mal wissen, dass es sterben wird. Die allermeisten Tiere wissen nichts von ihrer eigenen Sterblichkeit. Aber das ändert natürlich nichts daran, dass auch sie diese vegetative Todesangst empfinden können. Aber es kann nun nicht die vegetative Todesangst sein, um die es in der Pandemie geht. Sicher, einige Menschen werden auch in den letzten Phasen ihrer Corona-Erkrankung diese vegetative Todesangst verspürt haben, wenn sie qualvoll nach Luft ringen und wenn sie spüren, dass die zerstörten Lungen ihren Dienst versagen und sie im Ersticken begriffen sind. Ja, dann spüren Menschen bestimmt auch diese vegetative Todesangst. Aber den meisten von uns ist Gott sei Dank dieses Erlebnis bisher erspart geblieben. Und dennoch haben viele von uns Angst. Es kann sich also nicht um die vegetative Angst vor der unmittelbaren Gefahr des Todes handeln, wenn es um die Angst in der Pandemie geht. Nun schauen wir auf die zweite Form der Todesangst, die prinzipielle Todesangst. Darunter verstehe ich Angst als eine grundsätzliche Einstellung zu der Tatsache, dass wir irgendwann einmal sterben werden. Menschen lernen im Laufe des Heranwachsens, irgendwann im Laufe der Kindheit, dass sie sterblich sind und dass sie irgendwann einmal sterben müssen. Dieses Wissen bedrückt uns und wenn wir darüber nachdenken, dann haben wir auch eine existenzielle Form von Angst. Aber das kommt zum Glück nur selten vor. Im Alltag verschwindet das Wissen um die eigene Sterblichkeit meistens komplett aus unserem Bewusstsein. Und nur in ganz wenigen Ausnahmefällen, wenn wir sozusagen darauf gestoßen werden, dann erinnern wir uns auch daran. Diese prinzipielle Todesangst, das ist ein zweifelhaftes Privileg des Menschen. Im Gegensatz zu den meisten anderen Lebewesen besitzen wir Menschen nämlich die Fähigkeit, uns selbst in die Zukunft zu projizieren, uns selbst in der Zukunft vorzustellen. Das ist in vielerlei Hinsicht eine ganz großartige Fähigkeit, die uns unglaubliche Dinge ermöglicht hat. Aber sie hat eben auch eine Kehrseite und das ist, dass wir uns unseres eigenen Todes, unserer eigenen Sterblichkeit bewusst sind. Wir wissen, dass wir irgendwann sterben werden, auch wenn jetzt im Moment gerade noch gar nichts darauf hindeutet. Nun, im Gegensatz zur vegetativen Todesangst ist diese prinzipielle Todesangst keine Angst vor einer unmittelbaren Bedrohung, sondern es ist eine Angst vor dem Tod überhaupt, eine Angst vor der Tatsache unserer Sterblichkeit an sich. Es ist die Angst davor, also irgendwann einmal sterben zu müssen, nicht die Angst davor, jetzt sterben zu müssen. Die meisten Menschen haben im Laufe ihres Lebens gelernt, diese prinzipielle Todesangst zu besänftigen und sie aus dem alltäglichen Leben zu verbannen. Zum Glück, möchte man sagen, denn wer will schon ein Leben in permanenter Todesangst führen? Tatsächlich sind wir sogar so gut da drin, diese prinzipielle Todesangst zu verdrängen, dass wir oft gar nicht mehr wahrnehmen, dass es sie überhaupt noch gibt. Also nehmen Sie an, ein Corona-Kranker, der nach Wochen auf der Intensivstation, die ihn an den Rand des Todes geführt haben, wird wieder gesund. Dann sagen wir, Gott sei Dank, er musste doch nicht sterben. Aber natürlich muss er trotzdem noch sterben, nur halt eben nicht jetzt. Daher kann es auch nicht die prinzipielle Todesangst sein, um die es bei Corona geht. Dass wir irgendwann einmal sterben werden, das ja, war uns vor Corona doch eigentlich allen bereits klar gewesen. Und an dieser Tatsache ändert die Pandemie absolut gar nichts. Daneben gibt es aber noch eine dritte Art der Todesangst und das ist die prospektive Todesangst. Darunter verstehe ich die Angst vor dem baldigen Tod, das heißt die Angst davor, in Kürze sterben zu müssen. Aber wo ist der Unterschied zur vegetativen Todesangst, werden Sie jetzt fragen. Ob jetzt oder bald, was macht das denn eigentlich für einen Unterschied? Nun,
Die vegetative Todesangst ist eine biologische Angst. Sie entsteht nur durch eine unmittelbare körperliche Bedrohung, durch den Angreifer, durch das brennende Feuer oder was weiß ich was. Stellen Sie sich jetzt aber im Kontrast dazu einen Verurteilten vor, dem man ankündigt, dass man ihn im Morgengrauen erschießen wird. Was er angesichts dieser Mitteilung empfindet, das ist die prospektive Todesangst. Es gibt für ihn in dieser Situation, in der er sich gerade befindet, gar keine körperliche Bedrohung. Was seine Angst auslöst, das ist nicht die unmittelbare Todesgefahr, die besteht erst am nächsten Morgen, wenn er vor das Erschießungskommando tritt, sondern was die Angst in ihm auslöst, das ist das Wissen um die Nähe des eigenen Todes. Anders als die vegetative Todesangst kennen auch nur wir Menschen diese prospektive Form der Todesangst. Also das Hähnchen, das geschlachtet werden soll, das kann angesichts des Schlachtblocks Todesangst empfinden, ja sicher, aber würde man dem Hähnchen am Morgen sagen, dass man es am Abend köpfen möchte, es würde seinen letzten Tag ganz genauso leben wie jeden anderen auch. Die prospektive Angst vor dem Tod, die ist es, die die Pandemie in uns auslöst. Sie befällt nämlich auch diejenigen, die gar nicht krank sind, die gar nicht bedroht sind vom Tod, zumindest aktuell nicht. Denn sie besteht einzig und allein in dem Wissen, dass der eigene Tod bevorstehen könnte. Dass er also nicht mehr irgendwann in einer fernen Zukunft irgendwann eintreten wird, sondern dass der eigene Tod bereits in einer unheimlichen Nähe liegen könnte. Ich könnte in ein paar Wochen tot sein. Das ist ein Gedanke, den vor der Pandemie nur sehr wenige Menschen gedacht haben dürften. Aber in diesem Winter ist er für viele beunruhigend realistisch geworden. Aber wovor haben wir eigentlich Angst, wenn wir uns vor dem baldigen Tod fürchten? Die Frage klingt albern. Also wovor sollen wir denn da schon Angst haben? Na, vor dem Tod natürlich. Muss man das ernsthaft klären? Naja, eine klassische philosophische Haltung zur Todesangst lautet aber, eigentlich gibt es da gar nichts, wovor man sich fürchten müsste. Sie kennen vielleicht diesen Gedanken vom griechischen Philosophen Epikur. Epikur lehrt ja, dass der Tod nichts ist, was uns betrifft. Der Tod betrifft uns nicht, sagt Epikur, denn solange wir da sind, ist der Tod nicht da. Und wenn der Tod da ist, sind wir nicht da. Der Tod ist ein Nichts und niemand erlebt den Tod. Darum gibt es gar keinen Grund, Angst vor dem Tod zu empfinden. Wenn aber Epikur recht hat, wieso haben wir denn dann trotzdem Angst vor dem Tod? Eine interessante Antwort auf diese Frage finden wir bei Thomas Nagel, einem zeitgenössischen amerikanischen Philosophen. Nagel stimmt dem Epikur ein Stück weit zu. Er sagt, ja, der Tod, das Todsein, das ist nicht unangenehm. Es tut nicht weh, tot zu sein. Wenn der Tod das endgültige Ende des Bewusstseins ist, dann gibt es auch keine unangenehmen Empfindungen mehr. Dann kann es nichts mehr geben, wovor wir uns eigentlich fürchten müssten. Aber für Nagel gibt es darüber hinaus noch andere Übel. Übel, die nicht in der Empfindung von etwas Unangenehmem bestehen. Es kann sogar Übel geben, meint Nagel, die uns zustoßen, ohne dass wir überhaupt davon wissen. Also zum Beispiel, wenn wir von unseren eigenen Freunden heimlich hintergangen werden oder wenn man den Verstand verliert. Wer heimlich betrogen wird, der ahnt ja gar nicht, was sich hinter der Freundlichkeit der anderen wirklich verbirgt. Und wer den Verstand verloren hat, der merkt gar nicht, dass er ihn verloren hat. Es gibt also auch Übel, die bestehen allein im Verlust von etwas Gutem, auch wenn wir diesen Verlust selbst nicht erleben. Und der Tod könnte nun genau ein solches Übel sein. Und was ist es dann, was wir durch den Tod verlieren? Naja, das Leben. Aber was ist das Gute am Leben? Für Nagel ist es nämlich nicht einfach nur das biologische Leben, also das am Leben sein, sondern es sind die Möglichkeiten, die dieses Leben uns eröffnet. Am Leben zu sein eröffnet mir zum Beispiel die Möglichkeit, ganz einfach Dinge zu tun oder zu erleben. Ich kann um die Welt reisen, ich kann meinen Lieblingskuchen backen, ich kann mich mit meinen Freunden amüsieren und so weiter und so fort. All diese Möglichkeiten nimmt mir der Tod. Sicher, ich bin nicht mehr da, um das zu bedauern. Aber das ändert nichts daran, dass es für mich ein schweres Übel ist, diese Möglichkeiten zu verlieren. Aber um welche Möglichkeiten geht es da eigentlich? Was sind die Möglichkeiten, die uns der Tod nimmt? Und was ist daran so schlimm? Denn dass irgendwelche Dinge irgendwann für mich einmal nicht mehr möglich sind,
Das kommt ja ständig vor. Und nicht jeder Verlust ist etwas, das ich bedauern sollte. Also ich zum Beispiel werde niemals in meinem Leben mehr in die Schule gehen. Und wenn ich ehrlich sein soll, ich bin kein bisschen traurig darüber. Die Antwort auf diese Frage, was ist es, was wir da verlieren, die finden wir bei einem anderen bekannten Philosophen des 20. Jahrhunderts, der ebenfalls über den Tod nachgedacht hat, nämlich bei Martin Heidegger. Für Heidegger spielt der eigene Tod eine wichtige Rolle im Streben nach einem authentischen Leben. Eigentlichkeit nennt er das in seiner etwas eigentümlichen Ausdrucksweise. Der Standardfall des Daseins, das ist für Heidegger das uneigentliche Leben. Also wir lassen uns von außen fremd bestimmen, wir folgen einfach den Erwartungen und den Vorgaben der Gesellschaft, dem Mann, wie Heidegger es nennt. In diesem Zustand schieben wir den Tod von uns weg. Wir sagen dann, ja, man stirbt irgendwann einmal. Man stirbt. Also wer auch immer Mann ist, es ist garantiert nicht ich. Heideggers Mittel gegen dieses Verfallensein an das Mann lautet Vorlaufen in den Tod. Wenn wir unseren Mut zusammennehmen, wenn wir den eigenen Tod im Geist vorwegnehmen und im Bewusstsein der eigenen Sterblichkeit leben, dann, meint er, dann öffnet sich uns der Weg zu einem authentischen, zu einem eigentlichen Dasein. Die Vorwegnahme des Todes ist also unter diesem Gesichtspunkt eine Bedingung des gelingenden Lebens. Ein existenzphilosophischer Kollege und Zeitgenosse von Heidegger, nämlich Karl Jaspers, spricht deshalb auch von einer zweifachen Angst vor dem Tod. Einerseits der Angst vor dem Verlust des Lebens und andererseits der existenziellen Angst vor dem Tod, also der Angst, nicht die Angst vor der Vernichtung, sondern die Angst davor, nicht eigentlich gelebt zu haben. Todesangst, das ist die Angst, für immer die Chance auf ein eigentliches Leben zu verlieren. Die Chance auf ein gelungenes Leben unwiederbringlich verspielt zu haben. Das ist der wirkliche Verlust der Möglichkeiten, den Nagel nicht so ganz klar benennt. Wenn ich sterbe, dann verliere ich für immer die Möglichkeit, mein eigentliches Leben zu leben. Zu leben, nämlich wie ich es sollte. Darum geht es also bei der prospektiven Todesangst. Solange der Tod nur irgendwann in der Zukunft droht, habe ich immer die Möglichkeit, mich auf später zu vertrösten. Ich kann immer sagen, dass ich mich später darum kümmern werde, so zu leben, wie ich leben sollte, wenn das alles erledigt ist, was ich vorher noch erledigen müsste. Das Bad putzen, das Haus bauen, die Kinder großziehen, die Karriere vollenden und so weiter und so fort. Wenn das alles getan ist, dann kann ich eigentlich leben. Ich habe ja noch Zeit. In dem Moment aber, wo der eigene Tod von der Sphäre des irgendwann einmal in die Sphäre des bald rückt, da wird die Frage, wie soll ich leben, auf einmal relevant. Auf einmal besteht nämlich die absolut reale Gefahr, falsch gelebt zu haben, ohne dass ich noch die Zeit hätte, diesen Fehler zu korrigieren. Hätten wir immer die Unendlichkeit noch vor uns, dann bliebe immer noch genug Zeit, unser Leben zu ändern. Aber unsere Lebenszeit ist begrenzt. Und die Nähe des Todes kann in uns die erschütternde Einsicht auslösen, ich habe nicht so gelebt, wie ich hätte leben sollen. Und ich habe keine Zeit mehr, meinen Fehler zu korrigieren. Die Angst vor dem Tod ist also eigentlich die Angst davor, nicht richtig gelebt zu haben. Vielleicht fragen Sie jetzt, kann uns an der Stelle nicht der Glaube an Gott weiterhelfen? Ich fürchte, nein. Denn die Entscheidung, wie wir leben wollen, die treffen wir ganz allein. Wir können diese Entscheidung im Angesicht Gottes treffen, das ist sicher möglich, oder wir können es bleiben lassen. Aber das ist keine Entscheidung, die uns Gott abnehmen könnte. Ob wir im Moment unseres Todes bereuen, wie wir gelebt haben oder nicht, das hängt allein von uns ab und nicht von Gott. Und ebenso wenig hilft uns an dieser Stelle der Glaube an ein Leben nach dem Tod weiter. Ob es ein weiteres Leben nach diesem hier gibt, das weiß ich nicht. Aber selbst wenn es das gibt, der Tod ist immer noch das endgültige und unwiderrufliche Ende dieses Lebens, das wir jetzt leben. Was immer danach kommen mag, sofern etwas kommt, es ändert ja nichts daran, ob wir dieses Leben hier gelebt haben, wie wir sollten oder nicht. Dieses Leben ist die letzte Chance, es ist die einzige Chance, es richtig zu leben. Und wie sollten wir leben, um eigentlich zu leben, also um nicht zu bereuen,
im Moment unseres Todes, dass wir falsch gelebt haben? Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Alles, was ich hier anzubieten habe, das ist eine Diagnose. Woher nämlich die Angst vor dem baldigen Tod kommt? Aus der Furcht, falsch gelebt zu haben und keine Zeit mehr zu haben, richtig zu leben. Aber was es heißt, richtig zu leben, das ist leider wieder eine ganz andere Frage.